Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 24 von Simotrans und das Ganze mit dem Comic Pack. Ja, letztes Mal hatten wir ja hier die Dingens, wie heißen sie, die Geschichte mit dem Alster-Dampfer da, der uns fast das Genick gebrochen hat. Da haben wir glücklicherweise noch früh genug gemerkt, dass da was faul ist und haben das wieder hingekriegt, dass wir den nochmal weggeschickt haben und dann brauchen wir das nicht machen. Der Michael Friedrichs, der hatte das auch nochmal nachgerechnet und ist dann auch zu dem Punkt gekommen, dass man da gar nicht schaffen kann, selbst wenn der voll ausgelastet ist, dass man da ins Plus mitfährt, ne? Okay, dann haben wir das abgeändert und alles ist gut. Dann würde ich sagen, werden wir nach dem Intro gucken, wie es weitergeht, ne? Bis gleich. So, jetzt sind wir hier an Roßlau. Ne, ich wollte schon wieder WASD machen, das ist hier nicht gut, ne? Nicht Roßlau, Zittau. Und da warten Passagiere. Jetzt müssen wir nur schauen. Hatten wir da jetzt auf diese Linie was gemacht dann? Ich bin mir da nicht sicher. Verbindungen haben wir hier. Personenzug. Jetzt haben wir den wahrscheinlich ausgemustert und die Linie ist tot. Also nicht tot, sondern blank, ne? Da ist keiner drauf. Das ist ja hier das Schiffsdepot. Ja, hier zwischen Arnzittau ist niemand da, der da jetzt mit fährt. Also das ist hier der teure Kahn. Und das ist hier ein Postschiff. Das heißt, wir müssen definitiv dieses hier nehmen. Was man hier ganz knapp noch sehen kann irgendwo. Machen jetzt den Fahrplan da drauf. Zwischen Arnzittau. Kopieren das 4-5 Mal, starten das. So, ist das schon der erste davon oder ist es ein anderer? Aber ist schon der erste, ne? Nee. Oder? Nee. Nee, ist nicht der richtige. Da ist der richtige. Das ist zwischen A und Z auch, passt. Gut. Ja, dann kann schon der nächste raus. Machen wir gerade ein klein bisschen schneller. Nächste. 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 Ich glaube, das waren sie, ne? Oder einer noch? Einer noch. Gut, dann läuft das. Ich wollte gerade sagen, da ist schon mehr Master, aber das sind mehrere nebeneinander wahrscheinlich. Genauso wie da auch. Da sind sogar Leute drauf, oder wie sehe ich das? Das sieht ja krass aus. Ja. Okay, das funktioniert dann erstmal. Die fahren da schön runter. Hier werden da Schnur gezogen. Fahren hier nach Zittau-Wald oder was war das? Ja, Zittau-Waldbahnhof, das passt dann. Da ist auch gleichzeitig der Hafen. Er bringt auch noch weitere Fahrgäste da wahrscheinlich hin, aber nicht zurück, weil keiner da ist, den er rüberbringen kann. Hier stehen aber immer noch 20. Das sind nicht mehr geworden. Hatten wir, glaube ich, eben schon mal reingeguckt, ne? Und wie sieht es hier aus? Hier ist eine Bushaltestelle ins Nirgendwo. Hä? War hier nicht auch ein Hafen? Achso, da ist er neben, ja. 23 Passagiere, die ja irgendwo hin wollen, ne? Die Kutsche hier hat sogar 6 Passagiere, die nach Eislingen alle wollen und nach Jena und nach Zittau. Dann passt das. Dann werden da noch mehr kommen jetzt. 29 sind das jetzt gleich. Oh, ne, der nimmt wieder welche mit. Okay, dann ist das auch noch okay. Gut, soweit schön. Jetzt müssen wir gerade hier unten noch gucken. Ist da was auszubauen? Ne, doch, da ist ein Haus. Dann müssen wir da mal Straßenfahrzeug auch rufen. Dann muss da eine Bushaltestelle hin. Sollte Stelle mit Briefkasten passt. Frosch im Hals. Und dann müssen wir diese Linie anpacken, wo die Kutsche drauf ist, was der Stadtbau Naumburg ist, ne? Ich mach den mal zu. Naumburg Rathaus, Naumburg
Offenbachweg. Das heißt, wir müssen erst hier hinzufügen Rathaus und dann den. Dann passt's, ne? Ja, zwei Halte noch rein und dann ist die Linie, der Stadtbus ausgelastet, denke ich. So, das bedeutet, wir gehen jetzt hier weiter. Zittau war hier oben. Zittau was zu tun? Nein, ist noch alles abgedeckt. Dann haben wir hier Jena. Jena sieht auch gut aus, oder? Ja. Dann haben wir hier Mettmann. Mettmann braucht eine Bushaltestelle oder auch mehrere. Okay, das heißt, die nächste muss hier ins Wasser. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie aufgeschüttet kriegen, ne? Wo ist denn jetzt hier? Ha? Da, okay. Geht das so? Eins, zwei. Ne, warte mal, das ist ja hier die Haltestelle. Ne, dann kommt die dahin. Okay. Brauchen wir doch nichts aufschütten. Passt noch. Diesen Weg und da so um die Ecke. Ist auch egal, kann auch so rum sein. Und dann dahin. Ist ein bisschen doof, ne? Mit dem Wasser da. Okay, das war irgendwie falscher Knopf. V ist richtig, so sieht es besser aus, ne? Okay. Lupe wieder an. Und ist das hier Stadtbuslinie? Stadtbus, Metro, Bahnhof, Rathaus. Nee, ich glaube, da muss noch was anderes geben, oder? Stadtbus Mettmann, da ist er. Das eine ist nur hin und her fahren zwischen Rathaus und diesem Bus, diesem Bahnhof. So, dahin. Dahin. Rathaus nochmal rein und dann hier den. Ich glaube, jetzt sind wir. Einer kann da noch dran, na, dann ist genug. Aber wir müssen nochmal diese Dingens machen. Aber hier ist jetzt abgedeckt, ne? Ja, passt. So, dann gehen wir hier rüber nach Naumburg, oder? Ne, Eislingen war das. Eislingen ist alles gut. Dann gehen wir nach hier unten. Weiterstadt, oder was hatten wir da? Weiterstadt ist abgedeckt. Und dann hatten wir hier noch Öhr. Öhr ist auch abgedeckt. Da war die Dorfkirche, ne, die orthodoxe Kirche, nicht Dorfkirche. Das ist alles gut. Dann haben wir hier noch Näpfen. Ah, da ist das schon was gewachsen. Dann müssen wir da in Näpfen auch noch eine Bushaltestelle setzen. Die bleibt ja auf der Strecke hier. Die kommt dahin. Dann passt das. Und hier muss dann Stadtbus hin, ne? Wo fährt denn der lang hier? Eisling Näpfen, okay. Das heißt, wir müssen hier das Depot aufrufen. Erst die Pferdchen, dann die Kutsche. Und dann gibt es einen neuen Fahrplan. Und hier gibt es auch einen Fahrplan zur Linie. Und dann müssen wir da mal gerade rüber. Nennen das erstmal gerade um. Stadtbus Näpfen Schuss. Ja, hat nicht geklappt, aber ist jetzt auch nicht so wild. Ich füge den hinzu und füge den hinzu. Ah, jetzt sieht hier oben auch alles gut aus. Das ist fertig dann. Ich glaube, das kann ich zumachen, ne? Oder? Das ist ja der Fahrplan, ja. Hier können wir dann den Stadtbus Näpfen auswählen. Da ist er. Und setzen die Kutsche da drauf. Dann sollte das funktionieren. So, dann da lang nach Hamburg, oder? Ich glaube, Hamburg war hier, ne? Da ist alles noch normal. Wie viel stehen denn da? 22 Passagiere, okay. Gehen wir mal nach Roßlau über die Karte, die hier ist. Weil das haben wir alles.
Dann sind wir hier. Ah, da ist ein Haus dazugekommen. Dieses hier. Das bedeutet, wir müssen dort wieder Straße bauen. Die Geschichte muss dahin. Bushaltestelle mit Postkasten kommt dahin. Passt. Neu abgedeckt und Linie. Das ist nicht die Linie der Stadtbus, das ist was anderes. Gibt es hier nur eine Kutsche und die fährt überhaupt nicht intern? Kann das sein? Doch, Stadtbus Roßlau. Und dann ist das der Fahrplan, Rathaus. Hier, Rathaus, Hebelstraße, passt, läuft. Gut. Er wartet, bis beladen ist. Ob das so gut, ah, der andere fährt ja daneben, dann sollte das alles kein Problem sein. Wie sieht es denn mit diesen Kutschen hier aus? Okay, da sind 6 da drinne, das passt. Wie viel warten da noch? 14, okay, das geht aber. Fährt auch gerade eine Kutsche wieder los, ne? So, dann sind wir hier, dann haben wir da oben noch Lübbecke, war das, glaube, ne? Ja, das ist, sind Zwischenstopps und Lübbecke hier oben ist da. Ist aber abgedeckt. Dann gehen wir auf Karten. Nee, warte. Doch, gehen wir über die Karte. Da oben war noch Attendorn, ne? Ja. Gut, da ist was außerhalb. Attendorn bekommt hier oben noch irgendwie eine Haltestelle hin. So, das ist hier. Das würde bedeuten, nach da. Machen wir so und dann so, ne? Passt. So, dann die Kutsche, die gerade hier fährt. Da kommen wir am einfachsten zur Linie. Und der Fahrbahn ist Rathaus. Der Fahrplan, nicht der Fahrbahn. Und dann passt das auch wieder. Kann Attendorn weiter wachsen und wir sind, glaube ich, auf dieser Seite des, ja, sagen wir mal, das Festland. Ah, ne, hier weiß man auch nicht, ob das Festland ist oder nicht. Aber hier geht es ja dann weiter. Da haben wir noch ein Städtchen, das Stadthagen heißt und da oben ist das andere. Aber Stadthagen ist voll abgedeckt. Am Sperrtor ist ja für die Sehenswürdigkeiten, ne? Und hier ist auch abgedeckt. Da sieht erstmal alles gut aus, oder? Brücke über den See, wunderschön. Naja. Wie wir sitzen hier? 20. Am Hafen sitzen 41. Ja, da müssen wir mal gucken, ne? Wenn da der besseren Fahrzeuge kommen, ne? So, jetzt haben wir aber erstmal schon mal weitergebracht, ne? Wir können natürlich hier mal reinschauen. 5 Passagiere warten da. Da wartet keiner. Hier warten 4 Passagiere. Und dann war noch da oben einer, ne? Da wartet auch keiner. Also der Zug, der hier fährt, der wird wahrscheinlich ordentlich Miese haben, ne? Ja, 5000. Aber das wird schon werden, denke ich mal. Mit der Zeit. Postsäcke werden auch gefrachtet. Naja, gefrachtet auch, was für ein Ausdruck, ne? So, dann sind wir hier erstmal so weit durch, würde ich sagen. Attendorn hat mal geguckt. Jetzt müsste man als nächstes schauen, dass wir hier die Listenverwaltung aufrufen, Haltestelle aufrufen. Und dann müssen wir schauen, an welcher Haltestelle zu viele Leute stehen. Ne? Wartend. Und so Richtung. Und dann haben wir hier Eislingen. Da warten 155 Fahrgäste. Und da ist auch irgendwas nicht passend, oder? Wieso stehen da zwei Kutschen und die eine fährt nicht, hä? Ach so, die fährt unregelmäßig. Da haben wir was eingestellt, ne? Macht das Sinn? Abfahrt Monat? Ich glaube, das macht keinen Sinn. Lass uns das mal rausnehmen. Okay, das kann man.
Ach so, warte mal, das war feste Abfahrtzeiten, warten auf Mindestbeladung. Oder doch, warten auf Mindestbeladung macht man da und 0. Dann fahren sie immer. Ich glaube, wir machen das mal so besser. Hier steht ja auch noch einer, ne? Der wartet auch auf freie Strecke. Ja, nee, das ist jetzt nicht gut, was wir da gebastelt haben, kann das sein. Lass die mal ruhig fahren. Während die alle woanders hin wollen, oder? Ja, hier sind vielleicht zu viele Kutschen, kann das sein. Aber wahrscheinlich ist es hier zum Nachnepfen hin oder sowas zum Beispiel. Das ist jetzt Stadtbus Esslingen. Das ist Stadtbus Eislingen. Nicht Esslingen, Eislingen. Stadtbus Eislingen, okay. Das ist auch Stadtbus Eislingen. Aber das hier nicht, ne, oder? Ne, siehste, der Zug, die konnten gar nicht dahin fahren, weil die anderen das blockiert haben. Und hier nämlich auch. Also mit dem Stadtbus da halten war keine gute Idee. Jetzt steht hier gar keiner, der in die Richtung fährt, ne? Naja, aber es ist erstmal okay. So, dann nochmal Haltestellen. Oh, jetzt stehen in Mettmann mehr. Hier stehen 155. Eislingen, Netfen, Jena, Attendorn, Eislingen, Zittau, Eislingen, Lübecke, Roßlau, Eislingen, Mettmann, Lübecke, Roßlau, Roßlau, Jena. Da müssten wir mal gucken, wie voll der Zug hier oben ist. Ob er denn überhaupt fährt. Vielleicht fährt er ja auch gar nicht lang, weil er da gar nicht vorbeikommt, ne? Und der steht hier oben und wartet und wartet. Aber muss jetzt der andere nicht hier irgendwo sein? Da ist ja gar keiner. Ach, das ist auch wieder verkehrt, dass da oben der wartet, oder? Kann das sein? Das bringt auch nicht viel. Obwohl, wir haben zwei. Der fährt nach da. Roßlau intern, ist klar. Lübeck ist nach oben, Attendorn nach oben, Lübeck nach oben, Palenberg über mit Schiff. Da kommt der andere Zug. Mal gucken, wie der aussieht. 44 Passagiere. Ah, na, warten mal, was der kommt, weil der hat welche, die nach unten wollen. Auch nach Oer zum Beispiel, Weiterstadt, Zittau, Jena, das ist ja alles unten. Das würde bedeuten, der müsste eigentlich, wenn es passt, wie viel Beladung wartet, auf 10%. Da müsste dann ja eigentlich bei 10% 11 Passagiere gleich haben. Ach, da hat er. Die drei werden dann auch reinkommen, dann müsste er auch wieder fahren. Ja, warten wir es gerade ab, oder? Ja, der ist schon umgedreht. Der fährt jetzt gleich auch. 20 hat der und der hat 45 sogar, okay. Ja, ist vielleicht nicht verkehrt, ne? Läuft, würde ich sagen. Jo, 6.500 Miese ist natürlich jetzt nicht prickelnd. Er hat 11.000 Miese, ist auch nicht prickelnd, aber kommen wir jetzt nicht drum rum. Hier warten 149 Fahrgäste. Okay, da kommt der Zug ja gleich dann, der die alle nach oben wieder bringt, ne? Nach Attendorn sind es 13. Das würde, wenn da 10% eingestellt wäre, würde das schon reichen, dass er fährt. Hier Lübeck nochmal 8 dazu. Hier nochmal Lübeck 3 dazu. Ja, der fährt auch wieder hoch. Brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Und hier sind welche? Roßlau, Roßlau, Stadthagen. Dazwischen an. Ja, die Roßlau-Geschichte ist ja die Pferdekutschen hier, ne? Die zum Hafen fahren. Hier müssen nur 3 abgeholt werden dann. Das ist aber erstmal gut.
Ich würde sagen, wir machen erstmal hier wieder eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.